So, schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Das sieht mir nach Alien-Architektur aus und ich sehe schon irgendwelche Leitungen. Die werden wir wahrscheinlich gleich verfolgen müssen. Vorher will ich noch ganz kurz schauen, ob wir hier nicht irgendwo was zum Scannen haben. Nein. Okay, dann lassen wir hier zum Zielort gehen. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von über uns. Da, sehen Sie, bei dem Gerüst. Gerüst? Das da? Keine Ahnung. Aktivieren wir es einfach mal hier. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Na klar doch. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Darf ich jetzt, ja? Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Ich weiß, danke für den Hinweis. So, gerade eben durfte ich ja noch nicht. Ein Reliktschild, na dann. So, schön, dass wir jetzt aber auch mal ein bisschen was scannen dürfen. Gut, ich glaube, wir müssen auf das Ding drauf, kann das sein? Hopsa. Hier führt zumindest eine Leitung durch. Huch. Kommen wir denn hier hinten hoch? Oh ja, das sieht gut aus. Probieren wir das doch mal. Hops. Sehr schön. Was haben sie denn hier platziert? Aber der Blick ist großartig. Scanner? Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Was ist das denn? Das sollte es gewesen sein. Oh, okay. Haben wir hier noch irgendwas zum Scannen? Ah. Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? Schauen wir uns mal da drüben an, ob hier noch was zum Scannen ist. Geht genauso, okay. Sonst gibt es aber nichts mehr für uns zum Scannen. Das heißt, wir gehen wieder nach unten. Ah, das könnte wehgetan haben. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ding hier in Gang setzen können. Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wirkt instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Irre Asari! Hoch mit okay. Ihm. Sofort! Wäre das schon mal geklärt? Ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben, aber Sie müssen das Programm durchlaufen. Weg mit dir. Okay, runter von mir. Sie liegen nicht gerne unten, was? Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber sie sind real, hm? Ich muss sagen, ich mag sie nicht. Nicht sonderlich. Sind Sie denn real? Sie wollten mir doch sagen, wer Sie sind. Möglicherweise die Lösung für all Ihre Probleme. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Okay. Ich kenne diese Dinger. Von Habitat 7. Später. Schalten Sie sie erstmal aus. Ein Assembler. Behalten Sie den im Visier. Die machen kleine Bots. Was machen die? Weg von meinem Nomad. Oh Gott, das Ding hat ja immer diesen Zielmechanismus dabei. Ist ja auch komisch.
So, den hätten wir. Bleibt noch einer. Ja, und dieses komische Strahlending. Das sollten wir vielleicht auch mal aus dem Verkehr ziehen. Zack. Das wäre erledigt. Nicht schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assemblerbots. Das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als Peeby auch besser. Peeby? Finde ich sehr seltsam, dem Namen. Naja, gut. Ryder, Sie haben diese Relikttechnologie studiert. Was wissen Sie darüber? Viel, aber bei weitem nicht genug. Sie ist alt, benutzt Glyphen und hat gute Schutzmechanismen. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Hm, Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn sie die ebenfalls aufwecken, führen sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge. Okay, ich glaube, Peeby wird... Ich vermute bald, die wird mal ein Crewmitglied von uns. Auf jeden Fall wird sie mit uns jetzt zusammenarbeiten. Ich bin kein sonderlich großer Fan von ihr. Ich glaube, sie ist noch eine ziemlich junge Asari. Ich glaube, die Jungen sind ein bisschen farbenfreudiger, oder? Kann das sein? Habe ich zumindest immer so das Gefühl gehabt. Oh, Entschuldigung. Ist mir so ausgerutscht. Ich bin generell nicht so ein großer Asari-Freund, muss ich zugeben. Im Gegensatz zu vielen anderen. Ich weiß nicht warum, aber es gibt, glaube ich, viele Asari-Fanboys. Nicht so mein Fall. Naja, gut, was soll's. Auf jeden Fall hilft sie uns jetzt und da wollen wir doch auch gern zusammenarbeiten. Rein in den Nomad mit uns. Ich will noch mal ganz kurz mit dem Bergbau mir das anschauen, ob ich hier irgendwelche Drohnen abfeuern kann oder... Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Das ist das Problem. Naja, gut, was soll's. Ich würde sagen, wir machen mal auf direktem Weg hier durch und schauen uns an, wo dieser... Oh Gott. Wo dieser Nachtpunkt uns denn hinführt, war eine tolle Idee. Das goldene Ödland. Ich will mir mal ganz kurz die Karte anschauen. Okay, wir sehen tatsächlich bloß kleine Abschnitte. Cat-Basis. Okay. Gut zu wissen. Alle waren so aufgeregt. Nach all der Scheiße, die Nexus durchmachen musste, hatten wir endlich etwas, woran wir glauben konnten. Bis dann die ersten Berichte eintrafen. Dieses Mal wird es anders. Ja, ich bin mehr als bereit, wieder daran zu glauben. Hui! So, schauen wir mal. Ich weiß nicht, welcher von den beiden Punkten näher ist. Aber jetzt haben wir endlich mal eine große offene Landschaft, über die wir ja auch ein bisschen heizen können. Ah, da haben wir ja schon den ersten, wie es aussieht. Und die Cats sind auch schon da. Gehen wir's an! Das ist aber keine geschützte Zone, oder? Warte mal, hier gibt's blaue? Ich lasse die einfach mal miteinander kämpfen. Interessiert uns nicht, interessiert uns nicht. Schnell weg hier! Wow. Kommen wir hier hoch? Sieht so aus. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch weiter hochfahren müssen. Wenn, dann wahrscheinlich da drüben, oder? Moment. Was ist das denn hier? Das schaue ich mir mal ganz kurz an. Wow.
Du kleine räudige Bestie! Ich glaube, ich sollte wieder einsteigen, oder? Wir steigen mal kurz wieder ein. Hat dieses Ding eigentlich Waffen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall beschießt es uns. Wir fahren mal drüber. Ich weiß nicht, ob das hilft. Erinnern Sie sich noch, wie wir damals in der Milchstraße die ersten Daten über EOS erhalten haben? Sie meinen, als sämtliche Orte als H gefolgt von einem Haufen Zahlen bezeichnet wurden? Ihr Vater hatte diese Daten in seinem Büro aufgehängt. Er kannte sie in- und auswendig. Ich habe mich damals immer gefragt, wie diese Welten wohl wirklich aussehen würden. Jetzt weiß ich es. Total scheiße. Gut, steigen wir nochmal aus. Ich will mir dieses Ding anschauen. Geht nicht. Schade. Warum steht hier ein vermutlicherweise Cat-Fahrzeug rum? Ich weiß es nicht. So, schnell wieder rein, bevor wieder das Vieh kommt. Muss ja nicht sein. So, und dann weiter. Okay, ich hoffe mal, wir kommen hier drüben irgendwie hoch. Sieht aber gut aus. Ah! Gott verdammt! Einfach abgeflippt hier. So, sieht doch nach einem ganz gangbaren Weg aus, glaube ich. Nur mit Geländemodus. Ja, stell die Hügel auffahren mit dem Geländemodus, wenn wir... Ja. Ist schon klar. Das machen wir auch direkt mal. Ich weiß bloß nicht, wo genau wir jetzt weiter müssen hier. Das ist das Problem. Hier so lang? Hier gibt es zumindest einen Weg. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Oh, nett. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, inwiefern uns das weiterhilft, aber hey. Sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Sehr gut. Dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Cat-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Wenn wir den Himmel noch sauber kriegen, könnte das unser neues Zuhause werden. Ganz wunderbar. So, wir schauen uns mal ganz kurz an. Hier können wir ja auch laufen jetzt. Das ist sehr schön. Was haben wir denn da unten? Irgendwas leuchtet da die ganze Zeit. Ist das da, wo wir gerade waren, wo die gegeneinander gekämpft haben? Ich weiß es nicht. So, brauchen wir irgendwas Ausstattung? Eigentlich nicht, ne? Wir können aber mal ganz kurz in die Mails hier reinschauen, in das Terminal. Triangulation erfolgreich. Rekrutierungsabteilung der Initiative. Musik inspirierend. Oh. Unser Prognose nach ist Habitat 1 eine fruchtbare und blühende Welt. Nein. Der grüne Bandrausch ist vorbei. Die Citadel ist eine ganze Welt entfernt und Freiheit besteht nicht nur aus dem Terminus. Diese goldene Welt, bietet einem echten Pionier tausende von Kilometern voller ungezähmtem Personal. Potenzial. Mensch, was ist denn los? Ich lese gerade totalen Scheiß. Und dank fortschrittlicher genetischer Lagerung werden wir in wenigen Monaten die Nutztiere einführen, die sie brauchen, um zu florieren. Bild, ländliche Ebene, Sonnenuntergang, bla bla bla. Kuh. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ihr mir sagen wollt, aber hey, was soll's. So, wir steigen mal ein. Und dann beginnen wir jetzt mal rüber zu dem Türmchen da. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, ich weiß. Oh, sieh mal, hier liegt jemand. Das schauen wir uns erstmal an. Ein Datenpad. Datenschlüssel, Technikexperte Aman Kutari. Getötet von dem, was er erforscht hatte. Die Todesfälle unter dem Personal wurden nicht gemeldet. Die Chefingenieurin hat die Berichte an den Nexus zurückgehalten. Aha. Das klingt übel, aber was auf EOS klingt schon gut. So, scannen wir den Freund doch mal. Irgendwas Besonderes? Strahlungskrankheit. Naja gut, das passiert. Ja, glaube ich, relativ schnell. Können wir auch unseren Wagen noch scannen? Kann nicht schaden. Gut, Neuzuweisung, die Tempest. Super. Steigen wir wieder ein. Und dann rüber zum Türmchen.
Das sieht wie die richtige Adresse für uns aus. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Ich sehe gerade, wir können hier unseren Bergbaucomputer anwerfen. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Aha. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das klingt sehr schön. Machen wir das doch mal. Wow. Abbauzonenkapazität. Auf ihrer Karte wird der Status einer Abbauzone angezeigt. Es gibt reiche, gute und ausreichende Zonen, je nach Menge der verfügbaren Ressourcen. Und weiter konnte ich schon wieder nicht mehr lesen. Ja, wir haben jetzt eine installiert und was genau macht die für uns? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen sie einfach mal ein bisschen herumflattern. Und währenddessen kümmern wir uns um andere Angelegenheiten. So, sind wir denn in sicherem Gebiet? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, ne? Ich glaube, sonst wäre uns das schon angezeigt worden. So, hier steht auch schon wieder Zeug von der Initiative rum. Die waren also schon überall gewesen. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Das ist schön. Hallo? Oh Gott. Alles gut? So viel zur Feindseligkeit. Zack, weg mit dem. Ich muss sagen, dieses Scope irritiert mich total. So, ich glaube, da muss ich mich wirklich erstmal dran gewöhnen, an das Scope beim Zielen. Okay, ganz toll. Sorry, ich war gerade total irritiert von diesem Scope-Ding. Ich weiß auch nicht. Ja, fahren wir doch einfach mal fort. War der erste Fehlschlag, oder? Ich glaube, vorher sind wir noch nicht gestorben. Ist okay, glaube ich. Ist okay. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja, ja, wir fahren ja schon wieder in ein normales Gebiet rein. So, kann passieren. Ich war jetzt gerade irgendwie auch geistig gar nicht so auf Kampf eingestellt. Ich dachte, die Dinger mögen uns. Keine kritischen Strahlungswerte. Bla, bla. So, wenn die uns natürlich sofort angreifen. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Naja, von wegen. Ja, Arschkrampen. Diesmal gehe ich gar nicht erst auf die zu. So, weg mit dem Ding. Alter. Die legen es aber auch drauf an hier. So, könnte ich vielleicht ein bisschen Panzerung wieder kriegen? Dankeschön. So, zack. Ich muss sagen, die Asari-Klinge ist super. Ein Traum. Okay. Das ging etwas daneben. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Haha, erwischt. Das war's auch für den. Wie viele gibt's denn hier von den Dingern? Ich fasse es ja nicht. Alle Relikte am Boden. Ah, super. So, geht's allen gut? Ich hoffe. Das hätte besser laufen können. Aber man muss sich auch erstmal an den Kampf gegen die verschiedenen Gegnerklassen gewöhnen. Die sind halt ein bisschen anders zu bekämpfen als normale Truppen, die man sonst so am Boden hat. Da kommt man auch mit dem Messerchen nicht so gut vorwärts bei denen. Achso, warte mal, ist das schon richtig? Keine Ahnung, wir machen es einfach mal. Es geht offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Okay. Über Sam können sie direkt mit Reliktkonsolen interagieren, um verschiedene Geräte ein- oder auszuschalten. Bla bla. Leuchtende Stromleitungen weisen auf aktive Geräte hin, verblasste Stromleitungen auf inaktive. Super. Haben wir noch mehr davon? Kann ich die übrigens scannen? Was in der Tat. Denn hier? Okay, aktivieren wir die hier auch noch.
Ja, warum nicht? So, ein bisschen Leben kann nicht schaden und dann schauen wir uns mal das Datenpad an hier. Wir sind nah dran, ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, werden wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein. Nein! Ja. So viel zum Thema irgendjemanden wiedersehen. Ich glaube, das ist schiefgegangen. Sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig. Sie machen wir. Möglichst viele Daten retten, weil sie dachten, sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir. Mal schauen, ob das funktioniert. Reliktentschlüsselung. Analyse. Entschlüsselung aufgrund fehlender Glypheninformationen nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung auf Glyphen. Oh Gott. Was zum Henker muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Entschlüsselungs-Override. Benutze ich einen Schlüssel zur Reliktentschlüsselung, um diese Konsole zu übernehmen. Aha. Ja, suchen wir doch mal ein bisschen nach Glyphen. Nein, ich frage tatsächlich. Mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Danke, dass ihr mich so drauf stoßt. Ja, ich habe gerade eben ja schon ein bisschen rumgesucht, aber wir müssen wahrscheinlich mal wieder klettern gehen. Nicht wahr? Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Komme ich hier hoch? Ja, von der Seite bringt's mir auch nichts. Probieren wir es nochmal von hier drüben aus. Richtig hilft mir es aber auch nicht weiter, oder? Scheiße. Hops. Ah, verdammt. So, willkommen in der Strahlung. Nee, da ist nichts mit Klettern. Kannst du vergessen. Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass wir da irgendwie hochkommen können, aber nee. Vielleicht, wenn wir auf ein anderes draufklettern? Okay, das Ding ist zu steil. Ich habe keine Ahnung, was genau wir jetzt tun müssen. So, hier ist auch nochmal... Okay, das sieht schon besser aus. Ich glaube, hier können wir ein bisschen mehr erreichen. Da oben! Oder? Ah, ist aber auch zu steil. Nehmen wir doch das hier nebenan. Aber wie komme ich denn da drauf? Scheiße. Wer hat sich das denn ausgedacht? Momentan weiß ich noch nicht so wirklich, wie ich hier vorwärts kommen soll. Sag mal, eins von den Dingern muss doch mal begehbar sein. Nee, da komme ich so nicht drauf. Könntet ihr mir irgendwie einen Hinweis geben, vielleicht, Leute? Ja, ich würde gerne auf das da drauf gehen, aber... Oh, hier! Reliktkonsole! Machen wir das doch mal! Sieh mal einer an! Aha! Siehst du mal, hat sich ja doch noch was ergeben hier. Die habe ich doch glatt übersehen vorher. Komme ich hier drauf? Ich habe keine Ahnung. So viel dazu. Ja, dann müssen wir wohl nochmal nach unten. Und nochmal neu hochklettern. Ich vermute, wir müssen aus der Ferne scannen. Nix mit hinklettern. Kannst du vergessen. Ja, siehst du mal. Okay, haben wir eine Akkretionsglyphe. Glyphe vor allem. Eine Akkretionsglyphe. Na, das reicht nicht. Nein. Okay, da kommen wir auch nicht hoch. Vielleicht haben wir aber jetzt genug Glyphen gesammelt, um das Ding hier zu aktivieren. Probieren wir es doch einfach mal. Sieht schon besser aus. Füllen die Glypheninformationen immer noch, aber ich habe doch, ich habe noch ein Fragezeichen. Verdammt. Ich schätze, wir brauchen mehr dieser Bilder. Ach, wirklich. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Probieren wir es doch hier mal. Eingabe akzeptiert. Oh Gott.
Was ist geschehen? Wie bin ich da abgestürzt? Ich habe keine Ahnung. So, erstmal kurz rum hier. So, gehen wir gleich hoch. Schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht auch irgendwie Erfolg haben. Vielleicht nicht direkt hier, aber... Oh doch. Wir hätten zumindest auch rüberspringen können dabei. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Sehr gut. Was ist das denn? Unbekanntes Resonanzgerät. Okay. Also nichts, was mitgebracht wurde von der Initiative? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, in jedem Fall sollten wir jetzt soweit ausgestattet sein, dass wir das Ding hier bedienen können. Probieren wir es doch mal aus. Okay, entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie dem Raster Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Was zur Hölle? Ach du Scheiße, das ist quasi Sudoku mit Glyphen. Na, das kann ja heiter werden. Wie genau mache ich das jetzt? Muss ich die ziehen oder... Was? Okay. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum, ne? So vielleicht? So, schauen wir nochmal. Das haben wir hier noch nicht. Da, da. In der letzten gibt es das aber auch nicht. Ah. Warte mal. Dann müssen wir das wohl anders machen? Nee. Doch, müssen wir. Ich bin verwirrt. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier das Ding hinmachen, oder? Scheiße. Kann ich nochmal zurück? Klappt super. Probieren wir mal so. Nee, geht nicht. Das heißt, hier muss das Ding hin. Geht nicht anders, glaube ich. Oder? Was haben wir denn an Zeichen? Warte mal. Das oder das? Und das ist hier schon, also muss auf jeden Fall das Zeichen hier hin. Das heißt, hier oben muss eigentlich das Zeichen hin. Die Zeile muss eigentlich so sein. Es geht nicht anders. Aha. Die Zeile muss eigentlich auch so sein. Das heißt, da in jeder Zeile dieses Ding sein muss, muss das ja auch dahin. Oder sehe ich das gerade falsch? So, hier muss... Moment, machen wir erstmal das. Hier müsste das Zeichen hin, denn das ist hier. Und hier müsste es entweder da oder da sein. Das heißt, hier muss das letzte davon hin. Welches fehlt denn noch? Das ist schon... Das fehlt noch. Passt das denn jetzt? Wartet mal, immer kurz durchschauen. Ich sehe jetzt zumindest auf die Schnelle nichts doppelt. Muss ich noch irgendwas drücken? Oder ist doch noch irgendwas doppelt? Moment, ich gehe mal kurz die Zeilen durch. Ach, diese Zeichen sind aber auch grässlich, Mensch. Müsste doch eigentlich so passen, oder? Lösung absenden. Ha! Sehr gut. Okay. Wir mussten es also wirklich bloß noch bestätigen. So langsam habe ich den Bogen raus.